Yo Forger, wir sind heute wieder im Session bei unseren Jams at Session. Heute zu Gast bei mir sind Sinistry. Guten Tag. Yo Leute, leider seid ihr heute nicht komplett, sondern der Flo fehlt. Ja. An dieser Stelle schöne Grüße an Flo, schade, dass du nicht dabei bist. Ich habe heute aber ein paar Fragen für euch und zwar, ihr seid ja Teil des Music Forge. Was bedeutet es euch, auf eurem eigenen Festival zu spielen? Lieber Jö, ich frage dich einfach mal. Also prinzipiell erstmal eine überragende Sache, gerade weil es einfach das Music Forge aus dem kleinen Bruder, dem Metal Forge, hervorgegangen ist. Wenn man jetzt sieht, was daraus geworden ist, natürlich eine überragende Sache. Und da wir im ersten Jahr nicht dabei sein konnten, sind wir jetzt umso heißer, bei Volume 2 dabei zu sein. Ja. Eure EP in Live, von der ich ja persönlich ein großer Fan bin, die dudelt jetzt seit 3 Jahren bei mir in der Spotify-Playlist hin und ich denke mir so, ja, wann kommen die denn endlich mal aus dem Tritt und bringen mal ihr Album raus? Gibt es da irgendwie schon ein Datum, mit dem man rechnen kann? Wie hast du das noch nicht? Nee, das hab ich noch nicht. Nee, also ein festes Datum gibt es leider noch nicht, aber wir sind jetzt guter Dinge, dass der Theo im Sommer ins Studio geht, die Schlagzeugspuren aufnimmt und dass wir gegen Ende 2019 oder Anfang 2020 dann ein neues Album veröffentlichen können. Also die Demos sind alle fertig. Wir haben 10 richtig coole Songs rausgesucht aus unseren Demos. Die sind vorproduziert und jetzt sind wir heiß drauf, auch da loszulegen. Wie lautet eigentlich die Entstehungsgeschichte von Sinistry, lieber Theo? Kurzum kam eigentlich der Jö auf mich zu, dann waren wir schon mal Gitarre und Schlagzeug. Der Jö macht halt, seitdem er geschlüpft ist, Musik und hat es auch alles gigabyteweise auf Festplatten aufgenommen. Und, daraufhin hatten wir schon ein Riesenrepertoire, aus dem wir halt schöpfen könnten. Ja, dann brauchten wir halt einen Bass. Da kann der Martin ins Spiel. Genau, ihn da. Und dementsprechend waren wir dann halt schon Gitarre, Bass und Schlagzeug. Daraufhin kam dann der Flo noch dazu und als letztes kam unser Nesthäkchen, der Andi. Genau. Der Andi, hat aber längst einen Bart. Wie würdet ihr fremden Menschen erklären, was Sinistry für Musik ist? Was ist Sinistry für Musik? Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt unsere Musik in Überschriften verpassen müsste, würde ich sagen, Sinistry setzt sich zusammen aus Riffs, Grooves und Emotionen. Also Sinistry ist Gitarrenmusik. Unsere Musik lebt davon, dass die Gitarrensektionen, das sind der Jö und der Flo, der heute leider nicht da ist, zusammen richtig gute Riffs leisten, der Groove dazu stimmt, was der Theo und der Martin dazu produzieren. Als Sänger ist das natürlich dann so ein bisschen so eine Sache, aber nee, wirklich. Also es sind Riffs, Grooves, Emotion, das ist Sinistry. Was erwartet denn Fans bei euch auf einem Konzert, lieber Theo? Also jeder, der zu uns kommt, der kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir definitiv keine einstudierten Choreografien à la Slipknot oder sowas haben. Bei uns geht es um die Musik. Wir machen, wie Andi schon gesagt hat, sehr gitarrenorientierten Heavy Metal, der aber für Jung und Alt, für Fräulein, Männlein, Diverse etc. funktioniert. Ja, es ist harte Musik, aber es ist auch was fürs Herz dabei und wir spielen eine energetische, dynamische und lebhafte Show, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie Cancan tanzen oder sowas. Also die Leute, die kommen bei uns auf die Show und die kriegen das, wofür sie bezahlt haben, nämlich gute Musik, harte Riffs, Emotionen und tighte Grooves. Ich habe euch jetzt ja auch schon ein paar Mal bei einem Gig besucht. Was war denn eigentlich eure abgefahrenste Story, die ihr jemals erlebt habt? Okay, abgefahrenste, du willst es hören. Gut, also wir haben auf einem Festival einen Headliner-Slot gespielt und das auf der Keller-Stage. Das heißt, das ist in so einem Gewölbekeller und es hat wirklich die ganzen Tage vorher geschifft wie aus Eimern. Das heißt, der ganze Boden war nass. Von der Decke ist es runtergetropft, weil halt so ein altes Gemäuer, da suppt das dann halt durch die Decke durch. Aber hey, okay, gut, hat uns jetzt nicht so gestört. Ich meine, man spielt auch mal Open Air, da kann es auch mal nieseln, passiert, ne? Und wir waren mitten in der Nacht dran zu spielen und den ganzen Tag war eigentlich gutes Wetter. Es hat aber niemals aufgehört, von der Decke runter zu tropfen und wir haben uns erst keine Gedanken gemacht, bis wir uns so ein bisschen gewundert haben, was geht denn hier eigentlich ab, hier riecht so komisch. Und dann wurde uns irgendwann vom Tontechniker gesagt, hier, ich kann auch die Nebelmaschine nicht abstellen, weil die verdeckt so ein bisschen den Geruch, weil direkt über uns ist ein Dixie geplatzt und die ganze Suppe ist in den Boden rein, durch die Decke und auf uns und das gesamte Publikum runter. Ich war dabei übrigens. Es ist keine schöne Geschichte, aber du wolltest eine abgefahrene Geschichte, da hast du sie. Trotzdem geiler Gig, oder? Trotzdem geiler Gig gewesen, ja. Ja, ja. Was spielt lieber, ein Indoor-Gig oder ein Festival-Gig, Martin? Also ich mag ja schon Indoor-Gigs, ne? Da ist man ein bisschen näher bei den Leuten, kann sich auch dann eher vorher und danach nochmal so unterhalten auch mit dem Publikum und so. Und
Aber live auf Open Air mit fetten Subwoofern unter der Bühne ist natürlich auch immer geil. Ja. Ja, was war euer bisher größter Gig bis jetzt? In der Butch Cup auf jeden Fall beim Mainova Heimspiel. Das war ziemlich cool. Und Museumsuferfest war gut besucht auch. Ja. Und dieses Jahr ist Music for Twit wahrscheinlich. Wird es knacken? Was denkst du? Was hoffst du? Ja, das wäre natürlich ideal, ne? Wenn das der neue größte Gig wird. Vor allen Dingen ist es ja auch, Gambach ist ja deine Hometown quasi, ne? Da, wo es Music for Twit ist, fällt mir auch gerade so ein. Ja, kann ich bei meinen Eltern schlafen. Ja, perfekt. Ich habe hier noch als letzte Frage auf meiner Moderatorenkarte noch stehen. Eine Nacht allein im Session, was ginge hier ab? Ich möchte es aber gerne noch mal ein bisschen verschärfen und frage dich, was würde abgehen, wenn ihr eine Nacht hier alleine wärt, unbegrenzt essen und trinken, essen lassen wir mal weg, ist langweilig, unbegrenzt jede Art und Möglichkeit von Alkohol habt. Was würdet ihr hier im Session machen, Theo? Also der Session ist ja an für sich das Disneyland für Musiker. Also wenn wir professionell sein wollten in dieser Nacht, dann hätten wir jede Möglichkeit dafür, um gegebenenfalls direkt eine neue EP zu produzieren. Achtung, aber jetzt kommt der spannende Aspekt mit rein, dass es Unmengen an Alkohol gibt. In allen möglichen Facetten. Also alles, was du möchtest. Ja, die würden wir wahrscheinlich leer proben. Okay. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit, und zwar eine Kurzrunde, in der ihr Sätze vervollständigen sollt, die ich euch durchgebe. Okay. Auf vier sprecht ihr alle die Antwort aus, die ihr euch irgendwie im Kopf habt, okay? Am liebsten trinke ich 1, 2, 3 und 4. Whisky. Was hier? Vollmilch ist gefallen. Whisky ist gefallen. Und hier war Bier. Warst du Bier? Ja, Whisky. Und du? War Bier. Cuba Libre. Ich bin so ein Havanna-Fan. Okay, Cuba Libre, Bier, Whisky, Vollmilch, Martin. Das sagt doch, deswegen hast du so starke Knochen. Ja, das ist. Oder auch den Appleboy von Born in the Wetter. Ja, genau. Ich komme nicht aus ohne. 1, 2, 3, 4. Bier, Musik. Gitarre, Musik, Bier und Vollmilch. Da hinten ist er wieder. Musik ist für mich. 1, 2, 3, 4. Leben. Das klang jetzt sehr einstudiert hier von euch. Was? War das einstudiert? Weiß ich nicht. Nein, nicht einstudiert. Nein, okay. Aus der Band kann ich am wenigsten leiden. Braucht ihr noch Zeit oder bist du schon wieder? 1, 2, 3, 4. Flo, weil? Einfach, weil er heute nicht hier sein kann. Aber ansonsten lieben wir ihn. Flo. Musicforge Festival ist für mich... 1, 2, 3, 4. Erfüllung eines Traums. Erfüllung eines Traums. Ja. Arbeit. Ja, aber im besten Sinne. Weil ich meine, wie der Jürgen schon gesagt hat, das ist die Erfüllung unseres Traums. Man kann sich da mit viel Arbeit aber verwirklichen. So stimmt das. Dann was hat man hinten noch? Geiles Festival. Ein saugeiles Festival sogar. Und du hast zugehört? Ich habe auch Arbeit gesagt. Arbeit, ja. Das kann ich bestätigen. Okay, dann würde ich sagen, wir huschen jetzt mal schnell rüber ins Session. Ihr sucht euch ein paar geile Instrumente aus und dann hören wir von euch noch eine kleine Akustik-Session. Mhm. Habt ihr Bock drauf? Oh, ja, aber hallo. Auf, dann gehen wir raus.
Take.